Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Zuletzt wusste ich nicht so ganz, wo ich lang soll. Ich bin jetzt nochmal diesen... Nein, du solltest ja nicht das nehmen. Okay, ich bin da nochmal rumgeklettert an der Wand, wo ich dachte, da wäre ich ja schon gewesen. War ich ja auch, aber hier geht es rechts auch nochmal rum. Und ich glaube, hier war ich noch nicht. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Vielleicht führt mich das ja an die Stelle, wo ich eigentlich hin soll. Würde zu der Stelle passen, wo ich aus Versehen gestorben bin. Runtergefallen bin, dass da dann wieder Gegner waren. Wunderbar. Da ist wieder dieses Körbchen. Also ich glaube, von hier aus sind wir ein bisschen besser. Also waren wir hier zwar schon, wir kamen aber von der anderen Seite. Ja, deswegen ist es auch ein bisschen verwirrend hier. Weil es so mehrere Wege gibt, die man hier laufen kann. Und ich will die Buddel nicht. So. 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 Gehen wir hier nochmal hoch. Kletter statt hoch, kletter ich jetzt mal. Statt runter kletter ich mal wieder weiter hoch. Und hier geht's runter, aber ich mach das mal nicht. Dachte, ich soll da runter, aber ich bleib jetzt mal hier so in der Ecke. Sonst laufe ich nämlich immer hin und zurück und hin und zurück und das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Wieso ist das jetzt wieder zu? Oh, und ich habe die Buddel gerade noch weggeschmissen, weißt du? Mache ich ihn jetzt? Jetzt weiß ich nicht, ob sie das Geheimnis schon hat oder nicht. Hast du es oder nicht? Ja, die Kiste ist offen, das heißt, es wurde gespeichert. So, und von hier aus muss es doch einen Weg weitergeben, oder nicht? Hier. Hier waren wir noch nicht, das machen wir mal. An diesem Trinity-Ordens-Symbol oder so. Wehe, die Krähen sind gemein. Geh weg. Ja. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen nach... Jacob! Mist. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Sie sind schon drin. Poundbogen. Sehr schön. Wo sind die alle? Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Hallo? Das hörte sich mega nah an. Wo sind die alle? Boah, wie die hier auch alle hängen. Ich merke das immer gar nicht. Da ist noch ein Nest. Können wir das runterkicken? Recht, vielen Dank. Irgendwie muss ich hier doch weiterkommen können. Ist das hier einfach wirklich... Ach, da. Das sehe ich jetzt erst. Hier die weiße Wand. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneid genommen? Oh, pass bitte auf. Okay, der Rest von euch... Wieder allein. Treffen Sie sich wieder mit Jacob. Alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Nee, nimm das Ding. Nimm das Ding. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus Griechisch und Mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Wir legen mal los. Da, das Ding ist zugeschweißt. Das wird ein Weilchen dauern. Ich will reinschauen, bevor Konstantin hier ist. Schon klar. Da reden die noch aber was Interessantes. Aber davon schmilzt das Metall auch nicht schneller. Okay. Dann erklär du, warum er noch nicht auf ist. Okay. Wann willkommen? Na? Alle tot? Oder nicht? Ja. Irgendwie macht es Spaß mit diesen Dingern. Ich schieße damit ja gerne, ne? Ich glaube, daran werde ich mich auch noch gewöhnen. Das
Sehr schön. Seid ihr noch mehr hier, die ich beschießen kann? Nein, aber ich soll so eine Buddel nehmen. Mach mal, mach mal, mach mal. Model das mal um. Gaslecks. Gas lässt sich mit vollem Sprengstoff entfachen. Ja. Oh. Weiß immer nicht, auf was ich eigentlich schießen kann. Ja, sehr schön. Behalt das mal in der Hand. Was ist hier noch? Der auch noch. Was denn? Sie ist so von alleine irgendwie zurückgewichen. Dann gehe ich mal hoch. Gucken, wen ich hier noch finde. Ja, das war doch mal schön gegenseitig. Ist er hin? Ja, ne? Okay. Ja, ich sollte auch aufpassen, aber ich werde es mal hier auch noch damit weiter probieren. Ich gebe dir Deckung. Sehr schön. Jemand überlebt? War hier noch irgendwas? Ja, ich bin sorgfältig, auch wenn hier gerade es brenzlig wird. Oder nicht? Noch jemand? Oh. Oh nein. Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Krieg ich noch mit. Lief ganz gut. Kenne ich noch aus dem vorigen Teil tatsächlich. Nimm das mit. So, und wohin? Ich habe Angst, dass ich hier drauf gehe. Da lag noch was, ich ignoriere es mal. Hier ist eine Leiter. Oh. Sehr schön. Okay. Das war aus dem Giftpfeil, wollte ich nicht. Und runter. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit.
Abkürzung, finden Sie einen Weg durch den Berg. Verlassene Minen. Ich freue mich für Lara. Sowjetanlage, nee, dann bleiben wir hier. Die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier gefangen. Nein. Nein. Was mit Jacob? Scheiße. Scheiße. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Nein. Das ist nicht gut. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann... Okay, okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß. Lasst mich kurz mal was versuchen. Verdammt. Der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Oh oh. Kontakt! Scheiße. Ja, aber ich bleib trotzdem hier. Mein Freund, die krieg ich auch so. Zu wem redet der? Oh, jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr, ey. So. Mit meinen Pfeilen hier, mit dem Aufladeschuss, dauert es dann manchmal auch länger. Ja, sie haben mich entdeckt, als ich gerade rüber geglotzt habe. So, noch was gefunden in der Ecke hier. Es tut... Ich muss die Schalltafel versuchen. Ja. Ich will mal was sagen und dann redet sie. Eigentlich wollte ich sagen, ich freue mich total für Lara, dass sie da den Jacob jetzt hat, so als Verbündeten. Und im nächsten Augenblick ist er auch schon wieder in den Minen verschüttet. Und das finde ich natürlich wieder voll doof. Aber ich denke, Lara kriegt das schon hin. Ist da? Okay. Oh Mist. Und jetzt... Jetzt da muss ich hin. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Ups, ups. Kannst du hier hoch? Achso, bewegen. Manche Objekte können bewegt werden. Ach ja, wie schön. Wie die Kisten früher in den alten Spielen. So, die man immer irgendwo hinschieben musste, damit, ja,
man sich da so ein Viereck bauen kann, wo man irgendwie hinspringen muss. Aber das werden wir auch nochmal sehen, wenn ich dann die alten Tomb Raider-Spiele noch let's playen werde. Das wird ein Heidenspaß bestimmt. Könnte nützlich sein. Ein Kampfmesser. Yeah. Toll, das wollten wir doch schon die ganze Zeit irgendwie haben. Vielleicht kann ich die Seile durchschneiden. Vielleicht. So. Jetzt komme ich darüber zu dem Blödmann, der mich die ganze Zeit von oben beschossen hat. Den Aufzug werde ich nicht benutzen können. Ich muss anders da hochkommen. Abschneiden, alles abschneiden. Da wir das jetzt können. Fähigkeitspunkt, plus eins, verbessern Sie, bla bla. Schauen wir dann. Jetzt gehen wir erstmal runter. Gucken, was wir vollbracht haben. Den Aufzug werde ich nicht benutzen können. Ich muss anders da hochkommen. Ja, du kommst zum Beispiel darauf und kannst an der Kletterwand erklimmen. Ne? Kannst du noch höher? Aber sie kann hier irgendwie um die Ecke, ne? Oder? Nee? Soll jetzt echt von hier aus rüber? Na gut. Jawohl. Das klappt sogar. Gut, dass wir so gut klettern können. Ach, schön. Es geht wieder weiter, Leute. Es bleibt spannend. So. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Hm, erwähnt Artefakte und die einheimischen Jacobs-Leute, sagte Lara in einem anderen Akzent. Dann gehen wir da mal einfach rein. Ich will Jacob wiederfinden. Und Wede stirbt am Ende. Ich will nicht, dass ihm was passiert. Also wenn er wirklich der Freund ist, den wir ihn im Moment halten, dann soll auch bitte alles gut gehen. Das ist ein Teil der verlorenen Stadt sein. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Die Sowjets haben große Maschinen in die Höhle abgeseilt. Ein sehr grobes Vorgehen. Sowieso. Sonst wäre ja auch die Mine gerade nicht eingestürzt hier, wenn die nicht alle so schlecht arbeiten würden. Stürzt das Ding hier ein? Ja, es stürzt ein. Das war knapp. Ja, um mit unserer tollen Fähigkeit Fallen zu entdecken, haben wir das aber geschafft. Das finde ich sehr, sehr toll. Und hier sind wieder so... Ah. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Griechisch verbessert. Können wir denn noch andere Wandbilder hier angucken? Ich habe darauf jetzt gar nicht geachtet. Geht nur das? Wäre doof. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle.
Könnte sie wirklich hier sein? Wir haben ein neues Basislager entdeckt im Pantheon-Gang, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und wir können neue Fähigkeiten verbessern. Das machen wir mal eben. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder in die Kämpferfähigkeiten für den Fall der Fälle und könnten Eisenhaut machen, ein bisschen besseren passiven Schuss, effizienter Killer. Pfanne, die durch lautlose Kills erledigt wurden, werden automatisch ausgeplündert. Auch sehr praktisch. Ausweichkill, erledigen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung durch zeitlich perfekte abgepasstes Drücken von Y. Ah, warte. Feldsanitäter, verbinden Sie Wunden schneller, Effekt versteckt sich mit der schneller Heilerfähigkeit. Tod von oben. Nutzen Sie das Messer, um Feinde durch Sprünge von oben sofort zu erledigen. Drücken Sie Y, um anzugreifen, wenn die Aufforderung erscheint. Das finde ich gut. Den Ausweichkill aber auch. Ich nehme mal erstmal den Ausweichkill. Sehr schön. Und haben wir irgendwie noch einen, ne? Wir können noch mehr machen. Dann gehe ich mal in den Überlebenden. Nochmal. Listenreicher Kämpfer. Fanny durch hergestellte Objekte erledigt. Die bringen mir RP. Das mache ich mal. So, für den Fall, dass wir da jetzt öfters mal so eine Dinger einsetzen. Zum Schießen, zum Werfen, meine ich. Auch die Waffen können wir verbessern. Da haben wir ein paar Sachen gefunden. Kannst du da... Nee, 1 von 4. Kletteraxt. Das sind die Klamotten. Handfeuerwaffen. So, was können wir denn da mal machen? Halbautomatische Pistole. Dann... Was war mit der? Mondschatten. 30%. Dann machen wir mal die halbautomatische Pistole. Besser. Da können wir großes Magazin machen. Ein größeres Magazin ermöglicht mehr Schüsse, bevor nachgeladen werden muss. Anwendbar bei allen Pistolen mit Magazin. Das klingt gut. Sehr schön. Und dann noch das hier wieder. Das Sturmgewehr können wir auch besser machen. Und zwar mit einem erweiterten Magazin. Ein größeres Magazin ermöglicht mehr Schüsse, bevor nachgeladen werden muss. Anwendbar bei allen Gewehren außer Repetiergewehren. Auch hier ein erweitertes Magazin. Kann ja nicht schaden, ne? So. Klamotten ändere ich dann noch, wenn wir hier mal die Schnellreise machen, was natürlich wieder nicht verfügbar ist. Sonst hätte ich wieder mal zeigen können, wo wir sind, weil ich manchmal gar keine Orientierung mehr habe, wo wir eigentlich auf der Karte sind. Ich überlege mir, was wir als nächstes anziehen werden hier und dann sehen wir uns im nächsten Part mit Rise of the Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.